Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Mügge. Und heute, am 17. Dezember 2020, als diese Folge erscheint, sind wir praktisch tagesaktuell mit dieser Folge. Denn gestern ist eine Nachricht bekannt gegeben worden, auf die viele kulinarisch interessierte Menschen in Deutschland sicher seit dem 2. Mai 2019 gewartet haben. An dem Tag war nämlich vom Zwei-Sterne-Restaurant Tantris in München bekannt gegeben worden, dass dessen Küchenchef Legende Hans Haas nach 30 Jahren dort in den Ruhestand geht, und zwar zum Ende dieses Jahres, hieß es damals. Man wusste noch nicht, dass es zu einer Corona-Pandemie kommen wird und Hans Haas schon Ende Oktober seine letzten Gäste bewirtet hat und damit eine Ära der deutschen Kulinarik zu Ende gegangen ist. Wie es dann überhaupt mit dem Tantris weitergeht, war lange offen. In der Münchner Presse ist überhaupt auch mal durchaus ventiliert worden, dass es gar nicht so klar ist, dass das Restaurant eine Zukunft hat, obwohl es doch eine der Wiegen der deutschen Hochküche überhaupt ist. Denn dort stehen größere Renovierungsarbeiten an. Aber in diesem Sommer, im Sommer 2020, ist klar geworden, dass Tantris hat eine Zukunft und wird das Jahr 2021 erleben, in dem es nämlich auch sein 50-jähriges Bestehen feiert. Und es ist darüber hinaus noch mehr erkennbar geworden. Die Eigentümerfamilie Eichbauer will das Tantris offenbar auf ein nächstes, auf ein neues Level heben. Denn im Sommer konnte man das festmachen an einer wichtigen Personalie. Im Juni wurde Matthias Hahn präsentiert. Mancherorts wurde er schon als sowas wie der Nachfolger von Hans Haas gesehen, in der Rolle des Küchenchefs, aber das ist nicht so. Seine Funktion heißt Executive Chef des Tantris. Das heißt, er kümmert sich mehr um die konzeptionelle Seite, und die Erfahrung dafür bringt er mit, denn er war 16 Jahre lang für den französischen Multisterne-Koch Alain Ducasse tätig, in dessen verschiedensten Projekten. Zuletzt hatte er die Aufgabe des Corporate Chefs, wie das dort heißt. Und gestern war nun der Tag, an dem vielen Spekulationen, wer der neue Küchenchef ins Tantris werden könnte, ein Ende gesetzt wurde. Es ist der 31-jährige Benjamin Chmura. Mit ihm und mit Matthias Hahn konnte ich nach der Pressekonferenz gestern per Zoom ein Interview führen, das ihr gleich hören werdet. Weil man Benjamin Chmura in Deutschland sicherlich nicht so gut kennt, hier ein paar Informationen zu seiner Person. Er ist in Kanada geboren und in Brüssel aufgewachsen, Sohn einer deutschen Mutter und eines bekannten israelischen Dirigenten. In der Pressemitteilung des Tantris werden außerdem folgende berufliche Stationen genannt: klassische Ausbildung im Institut Paul Bocuse in Lyon, dann Auberge de Lille im Elsass, dann das Le Cinq in Paris, das The Greenhouse in London. Und dann hat er auf der Pressekonferenz noch erwähnt, dass er auch eine Zeit lang in Australien in einem japanischen Restaurant gearbeitet hat. Und dann ist er wieder zurück nach Frankreich gegangen. Er wurde Küchenchef des Drei-Sterne-Restaurants der Familie Torgros, also eine der ganz großen Adressen der französischen Küche. Hier zunächst das Interview mit ihm. Herr Chmura, das war heute sicherlich ein ganz entscheidender Tag, eine entscheidende Weichenstellung für die Geschichte des Tantris, zumindest die ist öffentlich geworden. Passiert ist es ja schon ein paar Tage vorher oder einige Zeit vorher, sonst säßen Sie ja jetzt nicht hier und wären als neuer Küchenchef präsentiert worden. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sie fürs Tantris gefunden wurden? Das war eigentlich durch meinen Arbeitsgeber, muss ich sagen. Felix und Sabine Eichbauer gingen halt vor 2 Jahren durch Frankreich rum und kamen dann halt nach Rouen, im Restaurant Trois Go, wo ich halt Chefkoch bin, jetzt seit 3,5 Jahren. Und da hat mich eigentlich der Michel Trois Go, halt der Vater, vorgestellt als neuer deutscher Kochenchef. Ich war da halt ja seit einem Jahr da. Und da haben wir uns eigentlich so zum ersten Mal kennengelernt. Und das war eigentlich ziemlich schnell. Wir haben über das Tantris viel geredet. Das war eigentlich so ein kleiner Smalltalk, wenn man so sagen kann. Und dann kam es dazu, dass Felix Eichbauer mir halt ein Jahr später geschrieben hat und mir halt erzählt, dass Herr Haas halt letztendlich dieses Jahr halt jetzt fertig ist, und die sind halt am Suchen nach einem neuen Küchenchef, und er wollte einfach wissen, ob ich ihm damit helfen kann. Hat mir jetzt nicht sofort gesagt, dass ich jetzt eine direkt Chefkoch sein soll, aber hat auch gefragt, ob er mit helfen kann. Da habe ich gesagt, jetzt ganz klar, er hat mich nach München eingeladen zum Tantris, und dann fing es eigentlich an.
hat er mir das Projekt aufgestellt und da haben wir einfach lange drüber geredet, über das Tantris, das Projekt, die Mission jetzt halt und das neue Kapitel, was sie jetzt aufmachen wollen. Ja, und dann habe ich mir das schon ein Jahr lang drüber nachgedacht, habe viel mit Leuten darüber geredet, mit meiner Familie, mit meinen Lebensgefährten. Und ja, dann kam es dazu, dass ich diese enorme Herausforderung eigentlich ja schon annehmen wollte. Also eine Kopfentscheidung, weil Sie sagen, Sie haben ein Jahr lang drüber nachgedacht? Ja, schon, natürlich. Man kommt jetzt nicht ins Tantris rein und es geht einfach nicht so schnell. Natürlich, da muss alles schon dazu passen. Man muss erstmal bereit sein, das anzunehmen. Nach so einem Titan, wie halt es jetzt Herr Haas war, die letzten Jahre, das zu übernehmen, erst mit 31, das überlegt man sich schon länger. Das hat schon länger gedauert und das ist auch eine Umstellung, nach Deutschland zu wandern. Letztendlich Deutscher von meiner Mutterseite, aber habe eigentlich nie in Deutschland gelebt. Deswegen bin ich schon mehr oder weniger französisch aufgewachsen und deswegen war das schon eine Riesenentscheidung, persönlich, aber auch halt für meinen Beruf her. Das brauchte schon die Zeit. Und die Zeit hat mir die Familie Eichbau auch gegeben. Das war auch für mich sehr, sehr wichtig, dass es ja auch nicht so schnell ging. Und das habe ich sehr geschätzt. Das ist in der Tat ein großes Projekt, was da ansteht. Und wenn ich das in der Pressekonferenz eben richtig verstanden habe, wird es künftig zwei Küchen im Tantris geben. Eine, die ein größeres Restaurant bespielt und eine, die ein kleineres Restaurant bespielt. Und in der Summe bleibt aber die Zahl der Plätze in etwa gleich. Sie werden jetzt die kleinere Küche bespielen. Ist das richtig? Also die für das kleinere Restaurant? Die größere. Die größere. Ja, die größere. Die größere, genau. Das heißt, wir haben auf einer Seite dann halt das Restaurant mit 70 Plätzen, die halt das Menü-Restaurant sein wird. Das ehemalige, wenn man so will, gastronomische Zwei-Sterne-Restaurant. Und dann werden wir halt, wir suchen jetzt noch einen anderen Chef halt, weil ich kann nicht auf beiden Seiten halt sein. Und deswegen suchen wir noch einen Hauptchef für das kleinere Restaurant, das à la carte Restaurant, wenn man so sagen kann, wo wir halt die großen Klassikern des Tantris und des Savoir-Vivre halt vom französischen Kultur her auch reinbringen wollen, mit großen Klassikern halt aus dem Tantris, aber auch aus der französischen Gastronomie. Aber ich werde halt natürlich auf beiden Seiten natürlich ein Auge haben, aber bin dann schon letztendlich zuständig für das Hauptrestaurant, wenn man so sagen kann, auch wenn wir nicht Haupt oder nebenbei, es werden zwei Restaurants unter dem gleichen Dach sein, auf Augenhöhe natürlich gekocht sein, wir werden die gleichen Produkte haben, wir werden das Team des Tantris wird eines Team sein, wenn wir letztendlich zwei Küchen haben, es wird auf gleichen Augehöhe schon gekocht. Dann genau. Sind ja 70 Plätze für ein Menü-Restaurant in Deutschland schon eine Größenordnung. International betrachtet gibt es ja durchaus Restaurants, die solche, ich sag mal, Maschinen sind, in Anführungsstrichen, mit Mittag und Abend und zweimal 50, 70, 100 Gästen. Und das sind Sie ja von Ihrem Werdegang durchaus gewohnt. Und es ist Ihnen ja bekannt, so zu arbeiten. Was würden Sie sagen, ist der größte, in kulinarischer Hinsicht, der größte Unterschied zu diesen Größenordnungen, die wir in Deutschland kennen, 20 bis 40 Plätze? Wo schränkt es ein, also macht manche Sachen vielleicht nicht möglich und wo eröffnet es aber auch, weil es ja ein viel größerer Betrieb ist und auch wieder neue Möglichkeiten schafft, einmal rein aus kulinarischer Sicht? Ja, das geht schon. Man muss sich halt komplett anders organisieren halt. Ich sehe das jetzt heutzutage, wo ich jetzt aber Trogro arbeite, wo wir halt 60 manchmal schon machen auf einem 3-Sterne-Niveau. Da muss man sich einfach ganz, ganz anders organisieren. Es geht halt von wie man halt auch die verschiedenen Menüs auch weiterbringt, ist wie die Mitarbeiter auch organisiert sind in der Küche. Man organisiert sich einfach komplett anders als in der Küche, wo man halt für 20 oder 30 Leute kocht. Das ist halt eine ganz andere Einstellung und natürlich macht es die Sache nicht einfacher. Ich bin aber letztendlich jetzt mit Trois Gros oder auch wo ich in Paris gearbeitet habe,
im Restaurant Le Cinq haben wir auch mehr oder weniger 60, 70 Leute mittags und abends gemacht. Und da, ja, ich bin schon, sagen wir mehr oder weniger, schon eingestellt, in so einer Organisation halt auch zu arbeiten. Mit der neuen Küche würde es unser Leben schon viel einfacher machen. Wir haben halt eine Küche auf zwei Ebenen und können halt, wie man auf Französisch sagt, die Mise en place, die Vorbereitung halt dann auch besser einstellen, besser organisieren. Und das wird unser Leben natürlich viel einfacher machen. Aber natürlich ist es eine sehr schwierige Aufgabe für so viele Leute dann auch zu kochen. Deswegen habe ich einen Hut ab an Hans Haas, der halt das jetzt über 30 Jahre lang gemacht hat, über 100, 120 manchmal Couverts halt Leute hier gekocht hat auf so einem hohen Niveau. Wenn wir jetzt natürlich ein bisschen jetzt anders machen mit der neuen Konstellation halt mit den zwei Restaurants. Aber wie gesagt, wir kriegen da an der schönsten Küchen Deutschlands, wenn nicht in Europa, mit den besten Einstellungen und besten Sachen. Deswegen mache ich mir da eigentlich nicht zu viel Sorgen. Das wird schon gut gehen. Sie haben das Organisatorische angesprochen. Ich möchte noch mal auf das Kulinarische hinaus. Heißt das, dass es doch ein festeres Menü geben wird, was nicht ganz so häufig wechselt, weil man einfach bestimmte Mengen hat und es natürlich auch immer eine Sache ist, das Team muss es ja auch komplett umsetzen können und es ist ein naturgemäßen ja größer als in einem Restaurant, was vielleicht 20 Plätze hat, wo man vielleicht mit 5, 6 Leuten in der Küche auch gut bestückt ist. Ja, die Mitarbeiter sind auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ich rede über Organisationelle natürlich. Ich muss sagen, ich bringe mit mir mit Leute, die ich schon seit über 15 Jahren kenne, mit wem ich gearbeitet habe in Frankreich oder im Ausland. Und die machen mir natürlich das Leben auch dann auch viel einfacher. Ich stehe da nicht allein da und würde auch verrückt sein, zu sagen, ja, ich komme jetzt hier aus Frankreich mit und mache das jetzt alles komplett anders. Sie kommen auch nicht mit einem komplett neuen, Sie kommen auch nicht mit einem komplett neuen, oder Sie engagieren sich nicht ein komplett neues Team, sondern es kommen nicht nur Sie alleine, sondern es kommen noch ein paar mehr Leute mit, sodass es, ich sag mal, in der Führungsmannschaft der Küche ein eingespieltes Team ist. Verstehe ich das richtig? Genau so ist es auch. Ja, ich nehme ja zum Beispiel meinen Chef Patissier mit, den ich jetzt schon seit 5 Jahren kenne, und halt auch andere Leute, mit welchen verschiedenen Restaurants gearbeitet habe, und die sind schon eingestellt, halt in solchen Restaurant auf so einem hohen Niveau und halt ja mehr oder weniger so die 70 Leute halt für mittags und abends dann auch rauszubringen. Das macht das alles schon einfach natürlich, aber man macht halt ein Menü halt für 70 Leute, das macht man halt auch nicht für 20 Leute oder gegenseitig geht das ja auch nicht. Das ist schon eine Sache, da muss man sich schon einstellen, man muss sich nicht, wenn ich jetzt für 20 Leute köcheln werde, natürlich was anderes machen, das ist dann halt auch eine andere Konstellation. Aber wie gesagt, für mich ist das Team das zentrale Bereich überhaupt. Es war es schon immer im Tantris, aber das wollen wir jetzt noch mehr im Vordergrund setzen, dass wir wirklich ein super Team jetzt aufbilden. International schon, weil ich leider halt auch in Deutschland nicht so lange bin und habe auch in Deutschland noch nie gearbeitet, deswegen kommt es halt mehr oder weniger schon aus Frankreich oder aus England. Und dazu, ja, die Leute sind da schon eingestellt, auf so ein Niveau und auf so viele Personen dann auch zu kochen. Aber wie gesagt, ja, da ist das Team sehr, sehr wichtig für mich. Und da arbeiten wir schon seit einem Jahr drauf. Jetzt mit der Pandemie ist es jetzt auch nicht so einfach, die Leute damit so schnell davon zu überzeugen, mit dem Tantris mitzukommen, aber ich habe schon, sagen wir, die wichtigsten Leute sind schon dabei und da fehlt eigentlich nur noch der letzte Chefkoch des Taldi. Sie haben das klassische Handwerk erwähnt in der Pressekonferenz, das ist Ihnen sehr wichtig? Ja, sehr, sehr. Ich bin halt davon geprägt. Ich war halt auch im Institut Paul Bocuse halt in Lyon, wo halt die klassische Küche das Wichtigste überhaupt ist. Das habe ich einfach immer wieder auch erwähnt, weil das für mich einfach die Grundbasis von alles ist. Man kann halt heutzutage, wenn das halt als jüngere Köche halt auch in Restaurants findet, die haben halt nur in modernen Restaurants gearbeitet und können sehr viel mit Molekular und schönes Anrichten machen, aber letztendlich schmeckt es nicht. Und die Grundbasis kennen sie ja nicht.
Und deswegen ist es für mich einfach immer wieder sehr, sehr wichtig, den Leuten auch nach den jungen Kochen, die ich auch jetzt in Frankreich letztendlich kennengelernt habe, es denen zu die müssen es halt auch verstehen. Man kann halt nicht kochen, wenn man halt die Grundbasis nicht kennt. Und diese Grundbasis kennt man halt nur, wenn man durch klassische Küche lernt. Und das habe ich auch guterweise auch so gemacht, dass ich halt auch bei den klassischsten wirklich französischen Restaurants halt wie Heberlin oder wie Eric Briffard im Restaurant Le Cinq oder jetzt auch bei Trois Gros angefangen habe. Weil, ja, weil man kann mit der Grundbasis, muss man halt da haben und damit wächst man dann halt auch. Und ich will natürlich der französischen Küche treu bleiben und das kann man halt nur, wenn man die guten Basis halt auch hat. Ich habe das Gefühl, bei Gästen, auch bei jüngeren Gästen, hat die Klassik wieder einen höheren Stellenwert gewonnen in der letzten Zeit und vielleicht auch durch die Pandemie könnte ich mir vorstellen, dass es das auch wieder noch dazu gewinnt. Erleben Sie das in Frankreich auch so oder ist das ein deutsches Phänomen? Nee, das ist eigentlich europäisch, glaube ich schon. Es gab halt die Zeit, wo Ferran Adrià ganz groß war mit den ganzen molekularen Geschichten. Dann kamen die nordeuropäischen halt, Länder. In nordische Küche, genau. Und mit ihren Trends auch an, mit Noma und Franzen und wie die alle halt auch halt heißen. Und jetzt kommen sie halt mehr und mehr auf diese französische, ja, klassische Küche, weil die halt auch Retro ist immer in, sagen wir mal. Und wenn man letztendlich diese ganzen Trends anschaut, die Basis, Grundbasis kommt einfach auf der französischen Kochschule. Und das ist halt so und das wird auch in den nächsten 100 Jahren so sein. Und da wird sich eigentlich nicht so viel verändern, glaube ich. Und bei den jungen Köchen, ist dir da das klassische Handwerk ähnlich so gefragt, weil Sie sagten, Sie kennen das gar nicht mehr? Oder ist es dann doch ein... Gibt es da Vorbehalte nach Ihrer Einschätzung in Frankreich? Sie können es ja in Frankreich am besten beurteilen. Ja, in Frankreich ist es halt so, es hängt davon ab, wo die Leute auch angefangen haben. Mhm. Und die Schulen sind da schon, die Kochschulen sind da schon ein zentrales Element, dass man eigentlich den jungen Leuten das richtige Image halt auch gibt, von was die Küche ist, was es ist, heutzutage ein Koch zu sein, um das gut einzuschätzen. Natürlich auf einer Seite mit den ganzen Medien und wie halt der Koch, man sieht den Koch heutzutage nicht, wie man ihn vor 30 oder 40 Jahren gesehen hat. Deswegen haben leider halt viele junge Köchen halt die falsche Konstellation von was es wirklich ist zu kochen, auf so einem hohen Niveau oder auch auf anderen Niveau. Und da verwechselt man sich schon halt, ja, viel mit, was es eigentlich zu tun ist. Es ist halt lange Stunden, es ist halt ein stressiger Job, es ist halt auch viel mit Handwerk zu tun und es ist halt so ein Job, wo halt Köche heutzutage ein bisschen zu viel auf den Medien rumlauern und es ist eigentlich das Essentielle nicht wirklich kapiert haben. Ich habe am ersten Mittagsservice, als nach der Wiedereröffnung des Tantris aus dem ersten Lockdown ein Interview für diesen Podcast mit Hans Haas gemacht. Und vieles, was er sagte, hörte sich ganz ähnlich an wie das, was Sie gerade sagten, so in der Denkweise. Was denken Sie, vor allem aus Sicht des Gastes gesprochen, von der bisherigen DNA des Tantris, wird man sehr schnell wiedererkennen? Und wo, würden Sie sagen, wird man eigene Akzente von Ihnen merken? Es geht jetzt wirklich um brutal was anderes zu machen. Ich würde es auch niemals wünschen, nach 30 Jahren Hans Haas und auch überhaupt das Tantris DNA halt durch Herr Witzigmann, Herr Winkler und Hans Haas, das ist was komplett anderes zu machen. Ich will natürlich halt mit Kontinuität, viel Respekt und vieles Kenntnis halt auch das Tantris weiterleiten. Ich habe halt auch, und das war ja auch für mich, auch, und das schätze ich heutzutage auch noch sehr, sehr, und das war für mich auch sehr wichtig, dass ich mit mir halt auch Matthias
Hahn und die Familie Eichbauer habe, die halt die gleiche Vision, die gleiche Mission haben, das Tantris weiterzuentwickeln. Natürlich werde ich meine Handschrift dann auch haben. Und die ist halt auch jetzt ganz neu, weil ich habe letztendlich in den letzten Jahren immer für große Chefs gearbeitet. Und auch wenn ich da meine Ideen durchbrachte, war es letztendlich nicht meine offizielle Unterschrift. Deswegen ist es für mich auch was Neues, eine Riesenherausforderung. Aber wir wollen natürlich mit dem Tantris DNA weitermachen, das heißt uns auf das Wesentliche wirklich konzentrieren und eigentlich, was alles nur für Show ist, auf beiseite legen. Das ist halt so. Also wir werden uns immer wieder konzentrieren, die dazu zu bringen, sich immer auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir wollen auch ein Leuchtturm sein für das französische Gastronomie, halt Bereich in Deutschland, und die Leute auch dazu bringen, hier ihre Ausbildung zu machen. Und da wollten wir schon weitermachen. Natürlich wird es eine neue, wenn neue Ideen reinkommen, ein bisschen moderner. Vielleicht wird es natürlich mit dem jungen Team, wenn wir ein eigenes Auge haben, auf was jetzt mit den neuen Konzeptionen halt von den zwei Restaurants jetzt kommt. Aber die DNA vom Tantris, die wird es immer hier geben. Ob es jetzt mit mir ist oder in den nächsten 30, 50 Jahren, das werden die Eichbauer Familie nie vom Augen Sie haben es gerade noch mal gesagt, dass das Tantris soll ein interessanter Ort für Mitarbeiter sein, bei Ihnen zu arbeiten. Was ist das, was Sie als Küchenchef dazu beitragen können? Na, vieles. Heutzutage ist ein Küchenchef oder halt die verschiedenen Leitungschefs halt im Restaurant sehr, sehr wichtig. Ob es jetzt mit dem Sommelier-Team oder mit dem Service-Team oder jetzt in der Küche. Wir haben eigentlich alle die gleiche Vision. Und es geht heutzutage viel um Mitarbeitern, und es ist auch sehr wichtig, die auch mitzubringen in dieses Tantris-DNA, wie wir vorhin schon besprochen haben. Und da ist halt auch der Koch hat da schon seine Einstellung. Das ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir die Leute jetzt auch modern, auf eine moderne Art und Weise auch zeigen, dass man kann es halt auch anders machen. Sagen wir mal, ich nehme das jetzt nur auf eine französische Art und Weise, wie man halt auch mit den Köchen oder den Mitarbeitern umgeht in solchen tollen 2-3 Sterne Restaurants. Es sind halt viele Stunden, sind halt auch ein stressiger Job. Und da ist es halt auch sehr, sehr wichtig, die Leute zu überzeugen von einer Vision, einer Mission, und dass sie sich wirklich da vorstellen können, dass sie ihre ganze Ausbildung wirklich in so ein Restaurant auch weiterbringen. Und ich glaube, dass wir im Tantris hier auch diese französische Kultur, Gastronomie halt auch, glaube ich, wirklich ein Leuchtturm sind in Deutschland. Und heutzutage können sich halt jüngere Küchenchefs auch gut vorstellen, im Tantris zu kommen und sagen, okay, ich komme mal im Tantris, mach mal hier eine gute Ausbildung, wenn ich letztendlich nach Frankreich unbedingt gehen muss oder will, dann kann ich das durch den Tantris schon machen. Und das ist halt als Küchenchefs, ich sage immer auf Englisch, sagen Sie es auf Französisch. Lead by example. Durch das Beispiel führen. Genau, man muss immer, ist sehr wichtig, ein Beispiel sein für junge Leute, um es denen zeigen, dass man es heutzutage auch mal vielleicht anders machen kann, alt vor 50 Jahren, wo man halt die ganze Zeit die Pfannen rumgeschmissen wurden und man nur angebrüllt wurde. Es wird immer ein stressiger Job sein, es wird immer etwas sein, wo man halt auch halt jeden Tag auf Top-Niveau sein muss, aber es kann auch heutzutage anders kann man einfach heutzutage anders machen und mit der Organisation halt, mit den Leuten umgehen, und die Sprache muss einfach respektvoll rauskommen. Das ist einfach sehr, sehr wichtig für mich, und das wird im Tantris auch so sein. Was sind jetzt Ihre nächsten Schritte für den Einstieg? Haben Sie schon eine Wohnung in München? Ganz wichtige Frage, wenn man nach München geht. Ich bin jetzt wirklich noch wegen der Pandemie auch ein bisschen kompliziert, halt noch eigentlich in Frankreich noch nicht fertig bin. Ich bin normalerweise Ende Februar bei Pro fertig, deswegen ist es auch ein bisschen kompliziert. Wir wissen nicht, ob wir jetzt noch wirklich aufmachen können oder ob sie jetzt machen. Deswegen lebe ich noch in Frankreich, fliege morgen zurück.
aber komme schon im Januar zurück, um mir eine Wohnung auszusuchen, wenn das noch geht. Und was sind dann die Schritte, die dann als nächstes anstehen? Es läuft ja dann parallel der Umbau, wenn ich das richtig verstanden habe, was die Küche angeht und Genau. solche Sachen. Sind Sie da stark involviert oder haben Sie dann eher andere Aufgaben in der nächsten Zeit bis zum Sommer, wenn der Restaurantbetrieb losgehen soll? Wir arbeiten mit Matthias sehr eng auf dem Team, auf der neue Küche halt und wie es alles in den nächsten Monaten so weitergeht. Ich werde mich natürlich darauf konzentrieren, wenn ich jetzt im März ankomme, erstmal schon das Team mit so, ja, das alte Team vom Tantris besser kennenzulernen, zu sehen, wie halt die Dinge hier auch waren und wie sie es auch letztendlich in den nächsten Monaten und Jahren halt auch sehen, dass wir die gleiche Einstellung haben, die gleiche Vision, weil das ist für uns natürlich sehr wichtig, dass wir eigentlich ja die gleiche Sprache sprechen. Ich werde dann auf meiner Seite natürlich vieles, ja, ich muss halt erstmal in München dann richtig wirklich offiziell ankommen, mich zu Hause fühlen und dann natürlich, es geht um vieles. Wir haben so vieles Neues zu machen. Natürlich haben wir dann guterweise dann auch eine Küche, wo wir da auch Probetraining machen können mit meinem enges Team, mit meinem Chef-Pâtissier und meine Sous-Chefs. Und wir werden natürlich darüber reden, was wir jetzt demnächst machen wollen können. Aber das fängt natürlich mit dem Produkt an. Und für den Produkt will ich so viel wie möglich. Und das geht auch, war ich auch schon immer so hier im Tantris, aber will ich jetzt auch weitermachen. Nicht, dass man denkt, ich bringe jetzt alle Produkte aus Frankreich und will ich nur alles aus Frankreich mitbringen. Aber ich habe dann natürlich Leute kennen, ich will die Leute kennenlernen. Ich muss Produzenten halt auch hier um die Umgebung, ob es jetzt hier in München oder in Bayern ist, kennenlernen. Wissen, wie sie ticken, was kann man hier am besten und am schönsten kriegen, weil ein Menü werde ich nicht so einfach aufschreiben und sagen, okay, ich will dies und das machen, aber letztendlich kriege ich das hier nicht. Und das habe ich schon öfters mal so auch gesehen, dass man leider in Restaurants in Deutschland halt sehr wenige deutsche Produkte kriegt. Und das finde ich sehr, sehr schade und kontraproduktiv und verstehe es überhaupt nicht. Ich komme nicht, eigentlich nicht von so einer Schule. Ich habe immer mit Leuten gearbeitet, die ja circa 20 oder 5 Kilometer weit weg vom Restaurant ihr Bauernhof halt haben. Und ich kenne die Leute, ich weiß, wie die arbeiten, sie wissen, wie ich bin. Und wir haben halt den gleichen, ja, die gleiche Vision. Deswegen, das wird das Größte sein, mir Zeit zu nehmen, mit meinem Team halt zu den Leuten zu gehen, natürlich auch den Produzenten vom Team, vom Herr Haas auch kennenzulernen und zu sehen, mit wem haben sie gearbeitet und wie und wo und was. Deswegen, das wird das größte Anteil meiner ersten Monate sein, erstmal mich einfach hier. Ja, erstmal eine Wohnung zu suchen, das ist das erste schon mal. Und dann mich auf die Produkten zu konzentrieren und zu sehen, okay, wie kann ich ein Menü, ein umweltbewusstes und ein konkretes Menü aufbauen mit bayerische und München, ja, und halt Produkten, die halt hier aus der Nähe auch kommen. Das Know-how bringen wir ja mit, aber die Produkte brauchen wir ja. Und die werde ich jetzt nicht irgendwo jetzt einfach rausholen. Das Steak kommt jetzt nicht aus Neuseeland oder das Fisch kommt aus Japan. Aber ja, wird halt eine riesige Herausforderung für mich auch sein. Aber das ist auch ja das Tolle daran. Ich komme in eine neue Stadt, neues Leben, neue Leute und da will ich mit anfangen. Das waren soweit meine Fragen an Sie. Wenn der Hahn jetzt in der Nähe ist, können wir fliegenden Wechsel machen. Danke, das Ganz ist ja lieb. herzlichen Dank. Ja, Herr Chmura, vielen, vielen vielen Dank. Dank. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich auch natürlich riesig auf diese ganze Herausforderung und Leute wie Ihnen natürlich kennenzulernen, Ja. persönlich, wenn diese ganze Pandemie und halt ein bisschen, ja. So, und jetzt ein fliegender Wechsel auf dem Stuhl auf der Seite im Tantris. Vielen Dank, Benjamin Chmura. Und jetzt nimmt gleich Matthias Hahn nach einem kurzen Wechsel am Laptop Platz und wir werden über den konzeptionellen Hintergrund der Veränderungen im Tantris sprechen. Herr Hahn, Sie kommen ja von Ihren letzten Stationen her beruflich aus dem Bereich von Alain Ducasse und der betreibt ja, oder das Unternehmen, muss man ja vielleicht so sagen, betreibt ja die verschiedensten kulinarischen Dinge. Das ist ja von 3 Sterne bis zu ganz einfachen Dingen, bis zu Produkten, bis alles Mögliche und
Sie verstehen wahrscheinlich demzufolge sehr genau, wie man Konzepte entwickelt, kulinarische Konzepte entwickelt, Restaurantkonzepte entwickelt. Und ich gehe mal fest davon aus, dass diese Aufgabe Tantris Sie mit dem nötigen Respekt angehen. Aber andererseits ist das etwas, was Sie nicht das erste Mal machen. Vielleicht beschreiben Sie mal aus Ihrer Sicht, was sind die Schwierigkeiten und was sind die Sachen, wo Sie sagen würden, ja, da habe ich meine Tools, da weiß ich, was zu tun ist, eine Legende, wie das Tantris ja für Deutschland ist, in ein neues Kapitel zu führen. Allgemein muss man sagen, aber ich denke, das ist eine allgemeingültige Sache im Leben. Man sollte das große Ganze nicht vergessen. Und wofür steht man, was, wohin will man? Also auch dass man eine Vision sich entwickelt, das ist mal ganz wichtig. Man muss sich hinsetzen und sagen, so, was ist mein Ausgangspunkt, wo will ich hin? Und dann, wenn das mal klar ist, wenn diese, sag ich mal so, die Geschichte, das hört sich jetzt auf Französisch vielleicht ein bisschen schöner an, l'histoire, also die Geschichte, diese Vision, die man entwickelt über sein Restaurant, für seine Unternehmung, wenn dies klar ist, für einen selber klar ist, ergeben sich ganz, ganz leicht daraus die Schlussfolgerungen für alles andere. Und das kann man, wenn es auf diesem Fundament steht, das sehen Sie, ich weiß nicht, wenn Sie sich da vielleicht auch ein bisschen bei Alain Ducasse eingelesen haben, oder das ist immer so diese was, wofür stehen wir, wo wollen wir hin und wie. So, das ist immer, und das ist dann eigentlich relativ einfach. Andererseits ist es so, oftmals machen sich viele Leute gar keine Gedanken um diese einfachen drei Schritte. Und da sehe ich einfach auch meinen Input hier im Tantris schon auch wichtig, dass man aus diesem Background das Tantris wirklich auch nochmal vor sich, praktisch diese 50 Jahre vor sich hinlegt und sieht, ja, wo kommen wir her, wo sind wir stark, was ist verbesserungswürdig und wo wollen wir dann auch in Zukunft sein und wo wollen wir stehen. Mhm. Genau. Wie viel Prozent von diesem Prozess, der das ja sicherlich ist, ist mit dieser heutigen Bekanntgabe des neuen Küchenchefs, mit Herrn Chmura, schon gesetzt? Also wie viel Prozent von diesem Prozess ist geleistet? Ja, sagen wir mal so, man darf jetzt auch hier nicht die Rolle der Eigentümerfamilie vergessen. Mhm. Also die letztendlich sind ja auch die Grundlage dieses Wirtschaftens hier im Tantris. Und da wurde jetzt auch schon relativ viel haben sich auch die beiden, die Sabine und der Felix Eichbauer, klar machen müssen, was eigentlich jetzt für sie die neue Rolle auch sein wird. Das wurde jetzt gemacht und das ist jetzt mal schon mal ein sehr, sehr gutes Fundament. Den Benjamin, beziehungsweise auch dann vielleicht den zweiten Küchenchef, aber ich würde es auch dann weiter gehen Richtung Restaurantleitung, Servicechefs, Sommeliers. Das ist schon, da sind wir schon wieder fast in einem ganz anderen Prozess mittlerweile. Also das geht dann in die Richtung ja natürlich, wie formulieren wir diese Mission aus? Sag ich mal, da stehen wir jetzt natürlich jetzt an einem Anfang, weil wir auch natürlich noch mehr oder weniger ein halbes Jahr Zeit haben. Aber ja, es ist ein Anfang jetzt gerade. Wir sind wirklich noch am Anfang. Mhm. Aber natürlich, zeige ich mal, wie der Benjamin auch Ihnen, denke ich, gerade gesagt hatte, man hat natürlich auch eine Übereinstimmung. Und wenn die Übereinstimmung schon mal funktioniert, ist natürlich das Arbeiten auch ein ganz anderes. Ich habe ja gerade gesagt, Ducasse ist eine große Marke mit den verschiedensten Dingen. Und das kennt man ja in Frankreich nicht nur von Ducasse. Und im deutschsprachigen Raum ist sowas eher unbekannt. Vielleicht geht so langsam Andreas Caminada so in diese Richtung, sage ich mal. Aber das ist so der Einzige, der mir jetzt im deutschsprachigen Raum da so einfällt. Warum, haben Sie eine Erklärung dafür, warum sowas bei uns noch nicht so funktioniert und warum das in Frankreich doch und in anderen Ländern ja auch, USA und so, auch eher funktioniert, Großbritannien? Ja, ich denke, das ist einfach auch so ein Erwachsenwerden jetzt auch, was auch in Deutschland passiert und das wird auch in Deutschland passieren. Das sieht man auch mit dem Tim Raue oder gerade auch Tim Raue, der jetzt auch genau. Das Colette hat in München. Das,
man muss sich einfach jetzt auch als Gastronom neu definieren. Und Corona zeigt es immer mehr. Wir sind einfach auch, wir müssen einfach breit aufgestellt sein. Das ist auch nicht irgendwie jetzt eine Erfindung von mir oder von Alain Ducasse, sondern es ist einfach eine wirtschaftliche Sache. Also wenn ich jetzt ein Restaurant habe, ein kleines Restaurant, 25 Kuverts und da passiert irgendwas, das kann ja auch eine, die Schwarzwaldstube brennt ab. Bestes Beispiel, ja. Bestes Beispiel, man hat eine Lebensmittelinfektion, man hat irgendwas. Das kann, man ist ja in so einem Daily Business, wo, wenn irgendwas passiert, ist es nicht mehr der Umsatz da. Und ich denke da, und die Essgewohnheiten ändern sich der Gäste. Und ich denke, um einfach auch, warum soll man auch immer eigentlich das Gleiche machen, was man klar hat man eine Kernkompetenz, wie der Andreas Caminada, 3 Sterne, sage ich jetzt mal. Aber der Andreas Caminada kann genauso gut ein anderes Restaurant machen. Also und auch eine andere Art von Küche. Und warum denn auch nicht? Also dass man ich denke, diese Selbstbeschränkung war einfach vielleicht auch der Zeit geschuldet, der Generation, die aber jetzt gerade ein bisschen so abgelöst wird. Aber in Zukunft, denke ich, gibt es da viel weniger Berührungsängste, auch in andere Berufsfelder oder in andere Marktsegmente zu gehen von den Gastronomen. Also warum sollen wir, die eigentlich Profis sind im Kochen oder im Service, also können ja auch alles andere. Also wir müssen jetzt ja nicht unbedingt immer im Gleichen bleiben. Ja. Sie sagten gerade, das ist ein Entwicklungsschritt vielleicht auch für die deutsche kulinarische Szene. Das wäre, da könnte dann ja das zweite Mal sein, dass das Tantris, sagen wir mal, einen neuen Schritt einleitet. Denn es ist ja de facto ja auch eine der Wiegen der deutschen Haute Cuisine. Ja. Schon ein bemerkenswerter Punkt, dass es zweimal so ein Restaurant machen könnte. Ja, also diesen Punkt, also es muss ich ehrlich sein, ja, diesen Punkt sehen wir schon so, gerade wie Sie beschreiben. Wir sind da in einer, sag ich mal, einer glücklichen Situation, dass eine Renovierungsarbeit letztendlich mit dem Weggang eines dieser Legende Hans Haas zusammenfällt. Und diese Neuaufstellung hat unglaublich Potenzial. Also ich glaube, da gibt es mehr Ideen, wie sich alle vorstellen können. Interessant fand ich gerade in der Pressekonferenz, dass Sie relativ ausführlich auf die Frage eingegangen sind, wie neue Arbeitsmöglichkeiten, New Work sozusagen im Tantris aussehen könnte. Und da waren auch klare Aussagen, dass Sie sich da sehen oder das Ziel haben, eine führende Adresse, was das angeht, zu werden. Das ist relativ selten, dass man das so öffentlich kommuniziert und das auch als klares Ziel ausgibt. Jedenfalls in Deutschland habe ich das bislang selten gehört. Was schwebt Ihnen da vor? Ja, wir wollen einfach, dass das große Ziel allgemein muss sein, Aufwertung des Berufes in der Gastronomie. Gastronomieberufe müssen, in der Wahrnehmung aufgewertet werden, aber dann auch natürlich was den Mitarbeiter bedeutet. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir erstmal intern so eine Kommunikation haben und uns solche Tools an die Hand nehmen, die für den Mitarbeiter dann auch Mehrwert haben, mehr Freizeit, mehr Ausgleich, Karrierebegleitung. Diese ganzen neuen Begrifflichkeiten müssen integrale Bestandteile werden, auch in der Gastronomie, in der neuen Arbeitswelt. Aber letztendlich muss es auch für unsere Gäste und für die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit sein, was denn wir überhaupt leisten. Es ist auch ein Ziel, wenn ich das richtig verstanden habe, durch die Möglichkeiten, Mitarbeitern Chancen zu bieten, sich im Unternehmen weiterentwickeln zu können. Es ist ja oft das Problem, dass manche, das heißt ein Problem, das gehört ja im Moment auch dazu zur Branche, dass man relativ oft den Arbeitsplatz wechselt, einfach weil vielleicht an dem einen Ort es keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr gibt, weil bestimmte Führungspositionen auf Dauer besetzt sind. Was haben Sie da für Vorstellungen? Ja, genau. Also wenn man dann nochmal Richtung Alain Ducasse zurückgeht, natürlich, wenn man da so ein multinationaler Konzern dann wird wie Alain Ducasse, ist man letztendlich auch in einer komfortablen Situation, dass man den Mitarbeitern unendlich viele Möglichkeiten geben kann zur Entwicklung. Erstmal in der Kompetenz, aber natürlich auch im eigenen Entwicklungsprofil. Das heißt, man geht mal ins Ausland, dann eine andere Sprache. Und ich denke, es gibt da zwei Möglichkeiten. Nummer eins,
man ist als eigenes Unternehmen so stark und macht sich das genauso so wie Alain Ducasse. Man macht mehr Restaurants oder irgendwelche Sachen. Oder andere Sache wäre die, man baut ein Netzwerk. Ja, und dieser Netzwerksgedanke ist auch extrem wichtig. Den gab es immer schon in der Gastronomie, aber den müsste man halt, was heißt Netzwerkgedanke, es war halt so, ein Koch will irgendwo hingehen oder ein Service-Mitarbeiter, man kriegt eine Empfehlung so, man kennt sich und man schiebt sich so die Leute hin und her. Aber der Netzwerkgedanke könnte halt noch ein viel grundlegender Gedanke sein, was es prinzipiell heißt, Karriereplanung und dann auch die Vernetzung und international, um einfach diesen Menschen und den jungen Menschen in eine komfortable Situation zu geben, dass sie einfach in der Gastronomie bleiben. Weil oftmals ist das so, ich habe es bei mir gesehen, von den Leuten, die vor 30 oder 25 Jahren Ausbildung gemacht haben mit mir, ist halt letztendlich, keine Ahnung, 2% oder 3% überhaupt noch in der Gastronomie tätig. Da muss man sich natürlich als Gastronom, das ist ja ein grundlegendes Problem. Da müssen alle zusammenhalten und da müssen alle mitmachen. Da gibt es auch keine Standardgastronomie und gibt es auch kein, sage ich mal, Wirtshaus, sondern es ist ein allgemeines Problem. Und da müssen wir einfach auch gegenüber der Politik einfach verstärkt auftreten und sagen, wir wollen, was heißt denn überhaupt, dass wir uns so hinstellen und nachts arbeiten bis um 12 oder so. Was ist denn da die Antwort? Da muss auch wirklich auch die Gesellschaft sagen, oder sieht man jetzt auch in der Corona-Sache, ja, Krankenschwestern, Pflegeleute, Polizei und so, in Frankreich wurde da schön applaudiert und so, das ist alles schon recht, aber was es letztendlich für die Zukunft bedeutet, steht auf einem ganz anderen Blatt. Jetzt steht ja in der nächsten Zeit erstmal wahrscheinlich viel der Umbau und dieses Ganze an, was Sie wahrscheinlich auch stark beschäftigen wird, und dann wird irgendwann im Sommer, es wurde August genannt, aber vielleicht wahrscheinlich, man weiß es ja nie so genau, bei Bauarbeiten kann es einen Tag früher oder später werden, steht dann die Eröffnung an. Wie geht es dann aus Ihrer Sicht weiter? Denn ich verstehe ja so, dass Sie auch, dass Ihre Aufgabe sich nicht nur allein beim Tantris um die Räumlichkeiten erstreckt, sondern Sie auch gucken können, was kann man aus der Marke Tantris noch alles machen? Genau. Ja. Genau, also die natürlich die Hauptaufgabe von uns allen und auch natürlich ich inbegriffen, wird das erstmal sein, das Tantris wieder gut aufzumachen. Und dieser Eröffnungsprozess wird nicht einfach sein, natürlich nach dem Weggang von dem Hans Haas. Aber ich denke, es wird schon, wie auch immer Corona uns da mitspielt, wird schon eine längere Zeit sein, wo ich auch wirklich da sein werde und dass alles wieder so läuft, wie man sich vorstellt. Klar, nebenbei würde ich natürlich meine Fühler immer ausstrecken, wie dann letztendlich durch diese ganzen, wir machen ja auch jetzt eine Aufstellung der CE, der Corporate Identity, wird jetzt auch neu konzipiert und da in der Richtung schauen wir dann natürlich auch, inwieweit dann diese Kommunikation nach außen, was für eine Wirkung die auch erzielt. Also klar, wir können uns jetzt hinstellen und sagen, wir wollen jetzt expandieren oder wir wollen jetzt irgendwie neue Berufsfelder aufmachen, aber natürlich muss auch erst letztendlich diese Marke und das Tantris auch gefestigt sein in der neuen Aussage. Wir haben da alles in der Hand. Wir haben ja eine 50 Jahre Geschichte. Wir haben eine Autorität in Deutschland, die fast einzigartig ist in der kulinarischen Ansprache. Und da müssen wir aber jetzt auch wirklich dann auch mal sehen, nochmal schauen, wo ist denn auch diese Autorität oder diese Kompetenz angebracht. Wir wollen es ja auch nicht irgendwie, dass das Tantris sich jetzt irgendwie verliert in irgendwelchen komischen Produkten oder so, irgendwie im Supermarkt auf einmal irgendwie was promoten oder so. Also genau. Aber das ist ja genau die Schwierigkeit, denke ich mal, bei solchen Prozessen. Einerseits die Markenentwicklung und andererseits halt die für den Kunden, für den Gast, und das sage ich auch als Restaurantgast, ist mir das natürlich auch irgendwo wichtig, dass es die Authentizität behält und nicht verliert. Das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit bei diesem Prozess. Ne? Das kann auf keinen Fall verwässert werden. Und wie auch natürlich der Herr Eichbauer das gesagt hatte, hinsichtlich des Lockdowns, ob es irgendwelche Konzepte gäbe, wir sind da schon sehr sensibel, wir passen da wirklich auf. Tantris funktioniert, hat immer sehr gut jetzt funktioniert im Tantris. Was natürlich, was heißt Tantris ohne das Gebäude, ist natürlich schon noch eine andere Challenge.
Das wird sehr, sehr spannend sein zu beobachten. Da bedanke ich mich ganz herzlich, Herr Hahn, dass Sie da ein bisschen Einblick gegeben haben in diesen Prozess. Und wir sind sehr gespannt, was alles noch kommen wird. Und würde mich freuen, wenn in wenigen Monaten vielleicht mal das Gespräch nochmal im Face-to-Face fortsetzen können. Jederzeit, genau. Dann einen schönen Nachmittag. Soweit die Gespräche mit Matthias Hahn und Benjamin Chmura. Ich denke, es ist etwas klarer geworden, wie die Geschichte des Tantris weitergehen wird. Das Restaurant feiert ja nächstes Jahr sein 50-jähriges Bestehen und im August soll es dann, wie gehört, wieder öffnen. Und ich denke, wenn man die Interviews gehört hat, dann kann man jetzt noch viel gespannter sein, wie es dort weitergeht als zuvor. Also, das war der Blick nach vorn auf die Zukunft des Tantris. Wer nochmal Hans Haas hören möchte, dem lege ich unsere Folge Nummer 25 ans Herz. Da könnt ihr ein Interview mit ihm hören, das ich im Sommer geführt habe. Und in 2 Wochen, da kommt dann eine ganz besondere Folge unseres Podcasts, nämlich ein kulinarischer Jahresrückblick mit vielen schönen Erinnerungen an kulinarisch besondere Momente des Jahres 2020, das ja ein so schwieriges Jahr für die Gastronomie ist. Wir hören uns also in 2 Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch ruhige und entspannte Weihnachtstage und sage Tschüss.